Hallo, mein Name ist Paula. Ich komme aus Deutschland. Ich habe für ein Jahr als Freiwillige gearbeitet in Jordanien in einem Institut für gehörlose und taubblinde Kinder. Ich habe ein Wörterbuch der jordanischen Gebärdensprache mitgebracht. Das wurde zum 50-jährigen Jubiläum der Schule veröffentlicht. Und ja, das Wörterbuch beinhaltet einfach so sprachlich alles, was ich in dem Jahr mitnehmen konnte. Natürlich noch viel mehr, aber für mich war der Erwerb der jordanischen Gebärdensprache am Anfang sehr wichtig und ja, das erinnert mich daran. Persönlich habe ich natürlich Sprachen dafür machen können, jordanische Gebärdensprache und auch ein bisschen Arabisch lernen. Und ich konnte mich auch so als Person immens weiterentwickeln. Also allein, dass man ein Jahr im Berufsleben drinne ist und dass ich in der Schule dort mitwirken konnte, hatte schon große Auswirkungen. Und dann natürlich dadurch, dass ich sehr viel in die Kinderbetreuung involviert war, habe ich da auch sehr viel mitnehmen können. Bin viel stressresistenter geworden und ja, offener für Neues und entspannter, wenn man auf Neues trifft. Ich würde sagen, frühzeitig informieren. Und auch über die Trägerorganisationen. Also schauen, muss ich da privat noch sehr viel draufzahlen? Wie seriös ist das Ganze? Also sich Infoveranstaltungen anschauen und auch mit ehemaligen Freiwilligen reden. Was sagen die über die Stellen, über ja, den Arbeitsalltag? Und passt das zu mir? Sich das einfach sehr gut überlegen.